So, dann gebe ich Ihnen erstmal die Nummer von Easy Credit, damit Sie sich die abspeichern können. Warte kurz. Erst gibst du deine Nummer und dann schauen wir Easy Meine Credit Nummer nicht wichtig. Ich nicht geben können. Warum? Weil ich einen Partner haben muss. Wenn ich auch Partner suche. Achso, okay. Was ich mir noch überlegt habe, beziehungsweise was mir gerade eben eingefallen ist, wir waren ja letztes Mal bei dem Boy da, ja. Und ein Auto kostet 3000. Was ich aber nicht bedacht habe, ist, dass wir auch ein Motorrad kaufen können. Vielleicht gibt es ja ein Motorrad für 1000. Motorräder wäre echt, also so ein Motorrad wäre richtig nice. Das wäre richtig, ich weiß nicht, ob das so... Wobei doch, das kann schon zu Ahmed Baba passen, weil du musst halt über so überlegen. Der ist ja theoretisch, also theoretisch ist ja Ahmed Baba ein Typ in der Midlife Crisis. Weißt du, was ich meine? Oh, hier, Probefahren, günstiger Preis, was? So, ja, was kostet? Was kostet, ey? Two wheels, one engine. Ist halt echt die Frage, was das so kostet. Rufen wir die mal an. So, 68. Two Wheels, One Engine, Agnieszka Nowak am Apparat, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, guten Tag, ich bin Ahmed. Ich habe eine Frage. Hallo. Ja? Motorrad bei Ihnen, oder? Ja, natürlich. Ja. Haben Sie schon irgendwas vorschweben? Ja, ganz billig. ganz billig, okay. Wollen Sie sich ein paar Motorräder angucken? Wir haben natürlich auch welche noch da. Ja. Wie passt es Ihnen zeitlich? Wäre für Sie so, sagen wir mal, 19 Uhr in Ordnung oder wollen Sie eher später um 21 Uhr? Weil um 20 Uhr habe ich leider einen Termin. 19 Uhr passt, aber wo sind Sie? Ich weiß nichts. Wissen Sie aber, wo das Gerichtsgebäude ist? Gericht? Nein. okay. Aber wissen Sie was? Sie können sich ganz einfach machen. Sie nehmen einfach ein Taxi und sagen dem, dass sie zu Two Wheels One Engine wollen. Dann fährt er sie direkt dahin. Ja, aber kostet Geld. Ich bin arme Mann. ja gut, Motorrad gibt es ja nicht für umsonst, ne? Ja, ja, also so arm nicht, aber wenn ich Taxi, vielleicht habe ich kein Geld für Motorrad, vielleicht fehlen dann 5 Dollar und dann alles fertig. Ah, darüber können wir ja dann sprechen, wenn sie da sind. Und so teuer ist das Taxi ja nicht. Okay, okay. Wie heißt nochmal Two, was? Two Wheels One Engine. Ja, ich sage einfach Motorradladen und dann bringt er mich, oder? Wenn Sie Motorradladen sagen, könnten Sie auch bei der Konkurrenz landen. Ist Konkurrenz billiger? nein, würde ich nicht behaupten. Okay, okay. Ja, Entschuldigung für diese Frage. Ja, nee, gut, alles okay. Gut, alles gut. Ich dann, rede, können Sie mich stellen. 19 Uhr, ja? Hm, 19 Uhr, dann halte ich mich direkt auf den Weg. Okay, dann bis gleich, ja. Tschüss, tschüss. Bis gleich, tschüss. Ja, wir haben einen Termin. Wir müssen dann wieder anrufen, 6868. Two Bikes und ein Engine oder so. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen, verdammte Scheiße. Ich will die anrufen, so. Hallo? Nein, ich kann nicht anrufen. Komm schon, ruf an. Mein Sohn. Ah. Du, hier ist One Engine, Agnieszka Nowak am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich bin auch mit durch. Ich komme spät, also ich finde keine Taxi. Überhaupt? Ich bin jetzt bei Strand. Oh. Also bei Polizei gleich. Okay, kein Problem. Ich bin noch im Laden. Wie lange gedauert von, was glaubst du mit Taxi? Taxi müssten Sie immer mal wieder probieren. Das momentan spinnt das Mobilnetz ein bisschen. Dementsprechend kann das sein, dass es für Sie so vorkommt, als ob Sie niemand erreichen. Ja. Hallo? Aber normalerweise sollte sich relativ schnell jemand melden. Okay, okay. Ja, ja, dann bis später, gell? Entschuldigung nochmal. Kein Problem, alles gut. Alles, machen Sie sich keinen Kopf, ich bin noch hier. Okay, ja, dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss, tschüss. Alter, jetzt denkt die, wir haben irgendjemanden angerufen. Wir haben niemanden angerufen, wir haben uns fucking Haarschnitt gemacht. Das geht gar nicht. Rufen wir mal Alice Taxi an. Es geht nicht, Mann. Ich hasse es. Sieh los, komm schon. Downtown Cab. Komm schon, ruf an. Wir laufen hier einfach auf der Straße wie so ein Gestörter. Was ist denn hier los? Auch sehr schlechtes RP. So, jetzt warte kurz.
Jo. Oder öffne mir mal Venture oder so und dann so zwischendrin, weißt du? Okay. Jetzt geht's bestimmt. LS-Taxi. Geht nicht. Wann sind wir bei der Polizei jetzt? Weil wenn wir bei der Polizei sind, dann finden wir bestimmt irgendjemanden. Oh fuck, falsche Richtung. Nee. Ja, verdammte Scheiße. Erstmal was trinken. dieser Arm da unten. Warum? Warum ist der so steif? Guck mal, wie der läuft. Der läuft wie so ein Model. Die Handtasche muss lebendig sein. Oh Mann. Ja, okay, wie lange trinkt er jetzt noch? Muss ich nochmal trinken, oder was? Egal, lassen wir den mal so lange trinken, wie er es braucht. Geld wären eine Emotion. Geld wären vor allem. Das ist ein amerikanisches Wort. Der trinkt immer noch. Er trinkt sehr langsam. Er macht immer einen Schluck pro jedes Mal, wo der ansetzt. Sein Mund ist klein. Oh, jetzt ist fertig. Jetzt sind wir nicht mehr durstig. Hä? Hey. Taxi Limousine-Service, Richard Fry hier. Hallo, ich bin Ahmed durch. Ich habe ein Taxi. Ich brauche ein Taxi. Ein Taxi? Ja. Ich muss jetzt erst zwei vom Stadtpark abholen. Dann muss ich zum Ponsenbies. Dann könnte ich sie abholen. Ach du Scheiße. Ja, okay, dann ich laufe vielleicht. Okay, gut. Ja. Das tut mir leid, aber ich bin gerade alleine und es lässt sich gerade nicht ändern. Ja, kein Problem. Ich wünsche dir eine schöne Arbeit, ja? Ja, ich auch. Ja, also, tschüss, tschüss. Dann. Tschüss. Ich auch. Beste Aussage aller Zeiten. Ich auch. Ah, jetzt können wir die nicht anrufen. Egal, danach rufen wir mal LS Taxi an. Alter, der sollte uns mal sein Fahrrad geben, der Boy. Ich hoffe, wir laufen jetzt richtig. Okay, jetzt laufen wir richtig. Können wir mal die Polizei fragen, ob die wissen, wo 2 Bikes und 1 Car ist oder wie auch immer das heißt. 2 Wheels und 1 Engine. Ich weiß echt nicht mehr, wie die heißen. Könnten wir kurz nachschauen, aber nicht. Vor allem, wie lange die haben immer redet. Hallo, ich bin nochmal. Ich finde kein Taxi. Ich schwöre auf mein Leben, ich finde kein Taxi. Ja. Also ich habe ein Taxi angerufen und der so, ja, ich habe andere 28 Leute, ich muss holen und danach. Und ich so, ja, scheißegal, dann nicht. Und dann ich habe angerufen, andere Taxi und der so, geht nicht. Also, weißt du, mein Handy sagt, ja, ich geht nicht, funktioniert nicht. Okay, wo sind Sie gerade? Ja, bei Polizei. Bei Polizei. Okay, warten Sie da, ich komme Sie holen. Auf echt? Ach du Scheiße. Okay. Sehr lieb. Gleich. Ja, bis gleich. Ah, richtig lieber Mensch. Kuss geht raus an dein Ohr. Du kannst dir nicht mal ein Bike leisten. Das wissen wir nicht. Vielleicht kostet es irgendwie so 1000 oder sowas. Brauchst du nicht einen Führerschein? Ich weiß nicht, ob wir einen Führerschein brauchen. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ist egal. Ich weiß es ja nicht. Ich müssen wir jetzt fragen. Guck auf Ausweis. Ich weiß, da steht, this is not a driving license. Aber heißt es, dass es driving licenses gibt? I don't know. Scheiße, Mann. Ich frage mal diese Leute hier. Gestern. Hallo. Hallo. Du, ich habe eine Frage. Ja. Gibt es einen Führerschein? Führerschein müssen sie bei der Fahrschule machen. Gibt Fahrschule? Ach du Scheiße. Ja. Also mein Führerschein von anderen Land nicht gültig, oder? Nein, das ist nicht gültig hier. Ach du Scheiße. Ja, okay. Ja. Okay, ja, dann genau. Ich bedanke mich, ja. Scheiße. Ja. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ja, gut. Alles klar. Egal, vielleicht juckt es die ja nicht. Wir können ja illegal fahren. Als ob die jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fahrzeugpapiere und Führerschein, so Ding, Fahrzeugkontrolle machen. Oder wie auch immer man das nennt. Verkehrskontrolle. Die Polizisten sind es, glaube ich, nicht. Wir stehen hier einfach schön.
am Straßenrand, sind sehr unauffällig. Man könnte meinen, wir sind vielleicht eine Prostituierte direkt vor der Polizei. Hey, sowas bräuchte man hier auch. Oha, wo dieses Two Dings und Two Three Dings ist, dass die so lange hierher braucht. Two Wheels und ein Cup. Okay. Ja, aber wo, was? Ey, Mann, Alter. Schade, dass... Ja, dann fährt die Alte umsonst hierher. Aber wir machen das so, okay? Ne, wir schauen erstmal, wie das sich entwickelt, das RP. Ich will jetzt hier nicht zu viel planen. Ist nicht das? Alter, wenn dies ist, dann Party. Ich tippe mal, Sie sind Herr Ahmed, richtig? Ah, hallo. Ja, ich bin Ahmed. Und wie war Ihr Name? Ihr Name ganz lange. Agnieszka Nowak ist mein Name. Ach du Scheiße, wie? Agin was? Agnieszka. Agnieszka ist Russland, oder? Nein, Polen. Ja, okay. Knapp, kommen knapp. Kommen Sie einfach mit, dann. Ja, ich komme mit. Gehen. Hier bei der Polizei bin ich mit dem Parken immer vorsichtig. Ja, Entschuldigung, gell, für Fahren. Alles in Ordnung. Sind Sie neu hier in der Stadt? Ja, ganz neu. Sind Sie sicher, dass Sie dann überhaupt noch genug haben für ein Motorrad? Ist halt die Frage, was kostet ein Motorrad? Also ein Roller kriegen Sie schon so ab 2.500. Ein Motorrad ist halt schon was? Eine Hausnummer höher, ne? Zweieinhalb also, was? 2.500. Ja. 250. Nein, 2.500. 2.500. Ja, vielleicht Sie suchen noch einen Mitarbeiter? Ich kann mir Ihre Nummer aufschreiben und ich werde die Tage dann auf Sie zukommen, tatsächlich. Was? Wie, warum? Haben Sie das überrascht? Sie suchen einen Job, oder nicht? Ja, oh mein Gott, echt? Ein bisschen, einüben. Ja, tatsächlich. Ich muss das allerdings mit meinem Chef gegensprechen. Ach du Scheiße, ja. Aber ansonsten waren Sie schon beim DUL? Ja. Okay, dann haben Sie zumindest schon mal die Grundsicherung, ja? Ja. Also Grundsicherung habe ich fertig und was gibt's noch? Meine Kontonummer, ich habe. Okay, sehr gut. Ja, ich habe ein Fahrrad bestellt, weißt du, aber Fahrrad, ach du Scheiße, teuer. Uff, ich habe geweint. 1 Stunde, 2 Stunden. Warte, das ist das Auto. Mhm. Ach, welches Auto? Blau? Nee. Uff, echt? Wow. Okay, starke Auto. Ja, dachte ich mir, dass Ihnen das gefallen könnte. Ja. Zeige ich Ihnen unter dem Motorradladen, können Sie sich die Motorräder angucken. Vielleicht sehen Sie schon einen, der Ihnen später gefallen wird. Ja. Ja, und Sie kaufen dieses Auto von Ihrem Geld beim Motorradladen, oder? Das ist unser Firmenwagen. Ja, schade. Ich bin mir auch nicht sicher, wie viel der wirklich tatsächlich so kostet. Also. Ja, aber ganz groß Auto, weißt du. Das ist so ein, ja, gefühlte, Bus. Wollte dann sagen, Hammer. Ah, ja, Hammer, vielleicht, ich weiß nichts. Aber großer Hammer, Vollschlaghammer, oder? Richtig. Ja. So, und Sie sind relativ neu, haben Sie gesagt? Ja, Sie sind auch neu, oder? Nein, warum? Weil Sie sind noch so jung. Was? Ich bin überhaupt nicht jung. Warum? Sind Sie nicht 19? Nein, aber danke fürs Kompliment. Ich bin nicht 19, ich bin tatsächlich 30. Ah ja, das ist noch besser. Perfekt, okay, weil ich bin alt, weißt du. Ah, wie alt sind Sie denn? Ja, weil ich bin 51. Jetzt erzählen Sie mir keinen Schmarrn, Sie sind nie im Leben 51. Ja, weißt du, ich war gerade Friseur und ich so, ja, Friseur, bitte machen Sie eine schöne Frisur. Wenn eine Frau sieht, dann sagt, wow. und ich hoffe, du hast gesagt, wow, weißt du. Echt? Ach du Scheiße, ja, dann hat gelohnt die Geld für Friseur. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Geld Sie hingereist sind, aber ich glaube nicht, dass es halt reicht für ein Motorrad direkt. Ja, aber vielleicht ein Kreditanzahlung, weißt du. Machst du Finanzierung, 0 Dollar Finanzierung? Ja, wir selber machen keine Finanzierung. Da gebe ich Ihnen gleich eine Nummer, da müssen Sie anrufen und einen Termin machen. Easy Credit heißen die und die geben den Kredit und die bezahlen es dann.
Ach du Scheiße, echt ist? Mhm, gibt's tatsächlich. Alter, sehr gut, wow. Ja, dann vielleicht kriegst du ja echt dein Geld, weil ich dachte jetzt, ich mache deinen Tag kaputt, du fährst für mich 700 Kilometer. Ah, das sind keine 700 Kilometer, das geht. Ja, aber wenn du so langsam fahren, dann dauert es 5 Stunden, weißt du. Also das kann ich an meinem Fasten sagen. Nein, nein, ich sage nichts, ja. Weil du hältst dich an Regel, oder? Ja, natürlich. Hä, hier, echt ist? Ja, hier ist das. Weißt du, soll ich was sagen? Was denn? Ich wohne gleich 2 Meter. Hä? Achso, habe den Motor vergessen, oder? So, dann gebe ich Ihnen erstmal die Nummer von Easy Credit, damit Sie sich die abspeichern können. Warte kurz. Erst gibst du deine Nummer und dann schauen wir, Easy Credit nicht wichtig. Meine Nummer werde ich Ihnen nicht geben können. Warum? Weil ich einen Partner haben muss. Bin ich auf Partnersuche. Achso, okay. Ja, egal, wir sind ja dann sind wir Freunde. Ahmed und. Warte kurz. Scheiße, wie ist die Nummer? Ich kann euch Agi sagen. Ali? Agi, nicht Agi. Ali. Ich haue nicht wie Ali. Ja, vielleicht. Man weiß nie. Ich will sie nicht machen böse, deswegen. Alles gut, alles gut. Okay, Easy Credit, einen Moment. Genau. Easy Credit. Ja. Die 24, 24, 24, also dreimal die 24. Okay, perfekt. Und dann ich rufe da und die sagen was? Ja, da müssen sie dann halt sagen, dass sie Interesse haben, einen Kredit aufzunehmen, über die Summe oder worum es auch immer geht. Ja. Und dann kriegen sie einen Termin und dann werden sie eben zu einem Termin halt geladen, wo die Konditionen ausgehandelt werden. Hm. Okay. Ja, aber ich brauche wahrscheinlich eine Arbeit, oder? Ja, das wäre wahrscheinlich ideal. Ich glaube, ohne Arbeit wird das ein bisschen schwer. Ja, aber es ist perfekt, weil deine Arbeitsstelle ist, guck mal, mein Haus. Da. Ja, wie gesagt, da muss ich noch mit meinem Chef drüber sprechen, ob das möglich ist. Ja, kann ich sagen, der wohnt gleich hier und wenn nachts jemand anruft, dann rennt er schnell aus Bett und kommt und macht Probefahrt. Das günstigste Motorrad, was für ein Stil sind sie überhaupt? Mögen sie eher Sportmotorräder oder Choppers? Sie wissen, was Chopper sind? Mit dieser langen Hand, oder? Genau. Eher so die bisschen Laidback-Motorräder tatsächlich. Nein, nein, also ich mag andere ganz viel, weil ich bin, siehst du in meinem Kopf, mein Haare ganz schön jetzt. Ich bin jung und habe ganz viel Energie, weißt du. Ah, okay, okay, okay. Dann eher so ein Sportbike oder Sportmotorrad dann tatsächlich, ja, ne? Ja. Dann hätten wir. Ja, außer wir, natürlich sehr teuer. Ja, die fangen halt. Ach, da werden egal. PCJ dann lest, tatsächlich. Lese vor und ich höre es so. 5000. 5000. Es fängt das günstigste an, Sportbike tatsächlich. Alles andere geht nach oben. Also es geht nach oben, ist immer offen. Außer sie wollen Roller, der ist dann natürlich nochmal ein Ticken günstiger. Ja, aber weißt du, Roller, wenn ich fahre Roller, dann ich sehe aus wie so ein alter Mann, hat ich Probleme dachte, im Leben. Ich habe gesagt, sie sind 50. Ja, ich bin ein alter Mann. Sehen aber wirklich nicht nach 51 aus, wenn das stimmen sollte. Ja, wie gesagt, gerade Friseur gemacht und dann Friseur hat gemacht, ganz schön. Geht davor, ich sah aus wie Opa von Peter Maffay. Was? Ja, ja. Wie gesagt, also zuerst müssten sie tatsächlich einen Job finden, dann könnten sie sich bei Easy Credit melden. Ich weiß nicht, sie können auch versuchen, so bei Easy Credit tatsächlich schon was zu bekommen. Aber hilfreich wäre es, wenn sie schon wüssten, was sie haben wollen würden. Hier, kannst du mir vielleicht zeigen, diese... natürlich, hier haben wir ein paar. Kommst mit? Also der ist sowas wie geil. Zum Beispiel da steht, das ist eine Double T. Ja. Und die liegt so bei 14.000. Was? Ach du Scheiße. Die PCJ, also die günstigste, wir haben auch eine schwarze da, die zeige ich Ihnen. Die wäre bei 5.000. Die ist auch sehr gut im Handling. Okay, okay. Du, ich habe eine andere Frage. Ja. Ich brauche keinen Führerschein zu kaufen, oder? Doch. Müssen Sie tatsächlich auch machen. Und ja, doch. Und Sie sollten am besten zuerst den Erste-Hilfe-Kurs machen. Der ist Dienstag, donnerstags und samstags beim Krankenhaus. Ach du Scheiße, warte kurz. Muss schreibt.
Das wäre dann morgen. Gegen 19 Uhr fängt er an. Gehen Sie am besten schon um 18 Uhr zum Krankenhaus. Erste Hilfekurs. Genau. Wann nochmal? Dienstag, Donnerstag? Dienstag, Donnerstag und Samstag. Um wie viel Uhr? 19 Uhr. Genau. Und der kostet $30. 30? Ach du Scheiße. Okay, und danach? Ich gehe Führerschein. Und danach müssen Sie, haben Sie schon die Nummer von der Fahrschule? Nein, ich habe nichts. Okay. Jetzt muss ich gerade gucken, wo die ist. Fahrschule, Alter. Ja. Die ist die 11833. Achso, wir sind der Ding auch mit. Warte kurz. 11833. Okay. Ja, die 11833. Achso, da kommt nichts Neues. Mm-mm. Nur einfach so. Das ist die Fahrschule. Mhm. Und da müssen Sie dann anrufen. Sie können, das Autoführerschein kostet 400 und der Motorradführerschein 200. Eieiei. Mhm. Und da hat, also erst vorher machen Erste Hilfe? Genau, Erste Hilfe, weil das ist Voraussetzung. Sie dürfen den Führerschein nicht machen, wenn Sie die Erste Hilfe nicht haben. Okay, 400, 200. Mhm. Oh mein Gott, und brauche ich noch andere Sachen oder so? Nee, das war's dann so. Dann können Sie hier hinkommen und dann kann ich Ihnen gerne Motorräder zeigen und dann können Sie dann bei Easy Credit anfragen. Ja, aber du musst natürlich, Job ganz wichtig, ja. Natürlich. Weil ich kann ganz gut handeln, weißt du, wenn wir es machen, handeln, dann gibst du mir vielleicht geschenkt, aber ich brauche ja Führerschein, sonst. Ich sonst weiß nicht, ob ich den Ihnen geschenkt geben würde, tatsächlich. Hallo, ich bin ganz charmant. Ja, das sind sie. Ja, danke schön. Bitte schön. Ja, okay. Okay, dann redest du auf jeden Fall, ich gebe dir meine Nummer, was? Mach dein Handy raus. Ich brauche nicht deine Nummer, scheißegal. Okay, 545, was kommt noch? 9, ja. 3, ja. 8, mhm. 6, ja. 7 ja. Und die 6. Und die 6, sehr gut. Und hatte der Herr Ahmed auch noch einen Nachnamen? Natürlich, natürlich. Ich bin Ahmed Baba. Baba wie... Baba, okay. Ja, B wie Baba, A wie Ahmed, B wie Baba, A wie Ahmed. Das ist einfach die beste Art, das zu buchstabieren. Ah, schön, okay. Ja, dann würde ich sagen, haben Sie erstmal eine Liste abzuarbeiten, bevor Sie wieder hier ankommen. Und ich melde mich wegen dem Job bei Ihnen. Ja, das ist sehr lieb, ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend, hat mich echt kennengelernt, freut. Wer ist nochmal dein Name? Ach, scheiße, Mann. Agi, aber was ganz. Agnieszka. Hm? Agnieszka, genau. Agnieszka, ach du Scheiße, ja. Mein Gott. Deine Mutter, ich muss mit telefonieren sagen, warum dieser Name, aber egal, okay. Danke. Kein Problem. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag, okay? War ja, schön. Dir auch. Ja, tschüss, tschüss. Tschüss. Alter, aber übel wie die übertreiben. Was für Erste Hilfe. Alter, hör mal auf, jetzt immer das Ding zu berühren. Was für Erste Hilfe-Kurs und dein Führerschein. Und dann kann ich mir das erst kaufen. Und dann kostet es so unglaublich viel. Was?